dass ich jetzt hierbei gestimmt habe. Ein alter Bekannter der Handballszene, Mens Exner. Letztes Mal noch bei den Interviews als Aktiver, diesmal als Vereinssportlehrer. Mens, wenn du so eine Veranstaltung hier hast, wie laufen deine Vorbereitungen für solche Turniere? Ja, die laufen immer ganz entspannt ab. Also ich schlafe bis mittags aus. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Da steckt schon ein paar Tage Vorbereitung drin hier. Du musst ja den ganzen Verkauf absichern, du musst die Leute organisieren, die den Verkauf machen, Zeit nehmen, musst du haben, Schiedsrichter, du musst Hallen besorgen, du musst, ja was weiß ich, nicht alles besorgen. Und das dauert schon ein paar Tage und ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen in Zusammenarbeit mit Rainer, Axel, Marcel und Daniel. Wir fünf Leute haben das ja ein bisschen organisiert hier und das läuft bis jetzt ganz gut. Mens, als Vereinssportlehrer ist sicherlich nicht nur, dass das Turnier ein wirtschaftlicher Erfolg ist, sondern du siehst ja auch dann die sportliche Entwicklung der Jungs. Wie bewertest du gerade die D-Jugend, die E-Jugend? Das sind kritische Altersphasen, die man dadurch lebt. Wie siehst du das? Ja, bei Poschwerin, D- und E-Jugend sind sehr stark beide und da werden wir sicherlich in naher Zukunft den einen oder anderen vielleicht mal oben sehen werden. Gehe ich von aus, wenn sie bei der Stange bleiben. Mens, wenn du das jetzt hier so erlebst, hättest du das vor einem Jahr, du bist jetzt knapp ein Dreivierteljahr Vereinssportler, hättest du das so erträumen lassen, wie das alles läuft für dich? Ja, sicherlich ist das schon ein Traum, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, ne? Es ist zwar stressig, aber es macht sehr viel Spaß auch. Was steht als nächstes an? Regionalliga, Männer, Zweite. Wie siehst du das? Wie laufen die Vorbereitungen dort? Die Vorbereitungen laufen ganz gut. Wir haben die Personalplanung fast abgeschlossen. Ohne jetzt ein paar Neuzugänge zu nennen, werden wir sicherlich noch den einen oder anderen präsentieren, aber ansonsten bleiben wir alle, soweit es geht, zusammen. Okay, gut, Dankeschön.
Thank you.